The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wird das Internet halten? Finden wir es raus. Schönen guten Tag, herzlich willkommen wieder mal. Eine wunderbare Folge Speedrundale hier auf Rocket Beans TV. Sia ist da, Simon ist da. Hallo. Und Thiefbug ist da. Yay! Da ist er. Hallo. Ich lebe. Schön, dass du wird das Internet halten. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch. Nee, sehr, sehr schön, dass du wieder am Start bist. Wir haben ja letztes Mal, wenn ein paar Leute noch deinen wunderbaren Majora's Mask Run gesehen haben, eigentlich wollten wir dann noch mal Ocarina of Time gerne von dir sehen. Aber bevor das Internet uns noch mal zerhaut, haben wir es ein bisschen vertagt. Heute ist es soweit. Bist du gespannt? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe enorm viel geübt die letzten Tage. Das ist gut. Oder eher Wochen. Und gefühlt hat in den letzten Tagen auch nichts funktioniert. Also hoffe ich, dass es heute funktioniert. Aber du hast schon vermutlich deutlich bessere Zeit als das letzte Mal, ne? Als du hier bei uns warst mit demselben Spiel. Ja, also letztes Mal war, glaube ich, der Run bei 1 Stunde 52. Ja. Meine momentane Personal Best liegt bei 50 Minuten. Alter, unter einer Stunde. Also dementsprechend, es hat sich schon ein bisschen was geändert. Ja, also minimal. Was ist denn jetzt für diesen Run so dein Timing? Würdest du sagen, unter einer Stunde schaffe ich? Oder willst du lieber sicher gehen und sagen, so 1 Stunde 10 und dann versuchst du drunter zu kommen? Oder ist die Stunde, wird die heute fallen? Ich hoffe, die Stunde wird fallen. Ich hoffe es. Aber dafür muss alles gut gehen. Druck, Druck, Druck. Ja, ihr könnt ihm beim Training natürlich immer wieder gerne zugucken. Thiefbug auf Twitch. Du bist wann aktiv? Meistens abends, so ab 20 Uhr. Mittlerweile fast jeden Tag. Da ich auch relativ bald mit Link's Awakening anfangen werde. Also das zu Speedrun. Endlich mal ein 2D-Zelda. Welche Version? Remake, DX? Die Switch-Version. Die Switch-Version. Ja. Okay, ja, da habe ich auch schon, da sind ja auch schon ein paar interessante Runs entstanden. Also ist sehr schön, wenn man auch die Originalfassung hat zum Vergleich, was da für verschiedene Glitches mit dabei sind. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh ja. Aber ja, dementsprechend meistens so ab 20 Uhr. In letzter Zeit sehr viel Ocarina of Time zum Üben. Die letzten beiden Tage habe ich nicht einen Run fertig bekommen. Oh. Ich hoffe, das wird heute besser. Das ist also, naja, es wird auf jeden Fall klappen, jetzt, wo wir die Übertragung haben. Weißt du auch nicht, warum ist, wir sehen deinen Namen hier immer so die ganze Zeit schön eingeblendet. Ja. Aber also vielleicht du meinst, ist das auch Absicht. Es wäre ein sehr, sehr risky Run, oder? Also da kann sehr viel schief gehen, meintest du, ja? Das ist sehr nett ausgedrückt. Ja, das geil. Ist richtig nett ausgedrückt. Das mögen wir doch. Fallhöhe heute hier bei Speedrun. Oh. Nicht nur so ein abprogrammiertes ohne Netz und doppelten Boden. Ja, genau. bevor du groß erklärst, ich schätze mal, wir werden ja eh wieder am Anfang eine Phase haben mit dem Intro und allem drum und dran, wo es eben ein bisschen Wartezeit ist. Genau. Dann kannst du ja mal dann, also von mir aus gerne zeitnah starten und dann mal erklären, was so besonders an dem Run jetzt ist und warum wir ihn nicht All Dungeons nennen. Richtig. Ups. Normal, also in der Community wird der Run All Dungeons genannt. Ich habe mich bewusst hier gegen diesen Namen entschieden, da man einfach nichts mehr von den Dungeons sieht. Ja, Regie, bevor wir anfangen, muss das jetzt, oder bevor ich dann Probleme da habe, wir sehen so halbtransparent noch deinen, das wäre toll, aber wir sehen deinen Namen und deine ist das dein sehr gut. Jawohl, jetzt ist das Wasserzeichen machen wir natürlich gerne nachträglich rein, aber bevor wir dann das Ingame überlagert haben damit, passt es schon. Von mir aus kannst du dann gerne deinen Countdown machen, starten und dann erklärst du gerne ein bisschen was dazu. Okay, oh Gott. Ich finde das so süß, dass einer wie du überhaupt noch aufgeregt sein kann. Ich finde das Wahnsinn. Da bin ich jetzt jetzt bin ich richtig gespannt. Normalerweise nicht. Normalerweise bei jedem anderen, bei jeder anderen Kategorie würde ich sagen, wenn was schief geht, dann machst du es nochmal. Dann hast du halt 5 Minuten verloren. Bei dem Showcase ist das sowieso kein Thema. Hier erwische ich einen falschen Frame und verliere einfach mal 20 Minuten. Aber das wollen wir eigentlich sehen. Eigentlich wollen wir das sehen, aber das klingt extrem knifflig. Ein bisschen. Okay, 3, 2, 1, go. Haben wir noch ein bisschen Vorlauf hier. Ich habe hab gerade gesehen, ich habe einen speziellen Fall nehmen. Normalerweise benutze ich ja RBTV oder so. Mhm. Kann ich dieses Mal nicht nutzen, denn der Filename ist wichtig, da ich später auf den Filename zugreifen werde, der ein gewisses Instruction-Set sozusagen für die Memory hat, um dann etwas ins Spiel reinzuladen. Genau, einen Moment. Regie, kriegen wir auch den Ingame-Sound, bitte? Das wäre eigentlich ganz wichtig. Nicht unwichtig, ja. Check das mal, aber klär gerne weiter. Ah, jetzt haben wir es. Genau. Und ihr werdet dann später sehen, dass, also vielleicht werdet ihr es sehen, wenn ich nochmal in den Titlescreen gehe, dass sich der Filename dann auf Link ändert. Mhm. Hm. Wie normalerweise würde ich das im Nachhinein erklären. Okay. Das Problem dabei ist, ich werde relativ wenig Zeit mit Erklärung haben, weshalb ich das jetzt direkt mache. Ganz am Anfang vom Spiel, im Intro, sieht man ja Link, der auf Epona reitet, mit der Hintergrundmusik und so weiter. Damit Cutscenes in dem Spiel abgespielt werden können, muss tatsächlich eine Ingame-File vorliegen. Diese Ingame-File wird natürlich nicht angezeigt, sondern ist sozusagen als vierte File abgespeichert und wird geladen, wenn man das Spiel startet. Das ist die File, auf die ich dann zugreifen werde. Ich werde das Spiel forcen, die File, diese vierte File, die Titlescreen-File, über die erste File zu überschreiben. Den Rest zeige ich dann, okay. Hoffe ich. Hm. Wie kommt man denn, sag, wenn du nicht reden kannst, ne? Aber wie kommt man denn auf so eine Lösung, den Namen des Hauptcharakters da auch noch mit in den Speedrun einzubauen, um irgendwo was zu glitchen? Wie, also ich meine, findet man das raus oder weiß da jemand, okay, ich muss nur den richtigen Namen finden? Also wie ist da der Prozess, um überhaupt dahin zu kommen zu dieser Idee? Der Prozess, den gibt's schon relativ lange. Also das ist schon bekannt. Zum Beispiel so, ja. In Zelda 1, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass man die Filenames benutzt, um, also man springt, oh Gott, wie erkläre ich denn das? Man führt einen gewissen Teil im Code aus, also bei Zelda 1 war das dann eine Art Buffer-Overflow, den man ausgeführt hat, anhand des Musik-Cues, wodurch man dann das Spiel dazu gezwungen hat, zu dem Speichersegment zu springen, wo die Filenames gespeichert sind und die Filenames als Code zu interpretieren. Ich glaube, ich verstehe es sogar. Hast du mitgeschrieben? Nein, das Schlimme ist, ich glaube wirklich, ich verstehe es, weil ich schon so viel auch davon gehört habe. Aber es ist halt immer, es ist für mich immer höhere Mathematik. Ne? Das ist wie Coden, ohne den Code zu sehen. Da ist so ein Buffer-Overflow bei dir im Hirn. Ja, gerade. Genau. Bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich es, ab da glaube ich es nur noch. Soweit geht es hier nicht. Die Instructions sind tatsächlich nur zum Überschreiben der ersten File von der Titlescreen-File. Also ich benutze keine Arbitrary Code Execution, sondern hoppala. Ich benutze lediglich die, naja, einen Fehler im Speicherdesign sozusagen. Da war es mir das dann erlaubt. Worauf ich hier jetzt achten muss, man hat ja gesehen, ich habe jetzt 2 Rubine eingesammelt. Man muss auf in dem Spiel muss man darauf achten, was sind permanente und was sind temporäre Rubine. Temporäre Rubine werden jedes Mal wieder reingeladen, wenn ich die Map wieder neu lade, während permanente verständlicherweise weg sind, wenn ich sie einmal einsammle. Später ist das wichtig, weil ich den Speicher auf eine gewisse Weise aufsetzen muss oder vorbereiten muss. Und alle Rubine, die ich nicht eingesammelt habe, werden dementsprechend nicht mehr reingeladen. Heißt, werden nicht mehr in den Arbeitsspeicher mit reingepackt, sodass ich die Speicheradresse erreiche, die ich erreichen möchte. Ich merke schon, das wird richtig spaßig, das alles zu erklären. Ja, ich glaube, es ist ja auch nicht wirklich, du kannst es ja gar nicht erklären, weil du wirklich das ganze Gebiet des Codens dahinter und vielleicht, ne, der Werte und alles erklären müsst. Das kann ja gar nicht jeder verstehen auf Anhieb. Richtig. Aber ich glaube, das Prinzip ist schon klar, aber es ist halt die Frage immer noch für mich, wie behält man sich das alles im Kopf und ist das irgendwann nur noch gelernt? Wahrscheinlich schon, ne? Du rechnest dann nicht mehr oder überlegst noch groß, sondern du weißt, wann du was machen musst einfach, ne? Genau. Also dafür habe ich hier so ein kleines Notizheft vor mir. Wollte ich gerade sagen, was man nicht sieht, du hast dann ellenlange Notizen nochmal, auf die du zugreifen kannst. Ja, was man nicht im Kopf hat, muss man auf einem Zettel haben. Ja, Und das ist echt viel. So, du also man sieht ja auch schon, dass ich... Entschuldigung? Achso, ich wollte sagen, du sammelst jetzt die Rubine für den Schild ein, ja? Genau, für Schild und Deko-Nüsse. Darf ich kurz was sagen, oder bist du... Ich glaube, dass sowas wäre super, wenn du Coden studierst in irgendeiner Form, in irgendeiner Varianz, wenn du dann deine Abschlussarbeit quasi über sowas machst. Ja, das wäre mega spannend. Run quasi. Wo du erklärst, wie es dazu kommt und das aber so. Ich fände das mega spannend, das mal professionell zu lesen, so dass ich es verstehe. Wahrscheinlich würde ich es nicht verstehen. Aber jetzt, falls mal jemand da draußen noch ein Thema sucht, ne, ist ja immer. Das ist Speedruns. Ich muss zugeben, ich habe ja meine Bachelorarbeit immer noch nicht geschrieben, da ich mein Studium immer noch nicht abgeschlossen habe, weil ich momentan einfach keine Lust dazu habe. Ich bin kein gutes Vorbild. Ja, ich habe 1000 Twitch-Stunden kriegst du ein Studium geschenkt. Von Amazon, habe ich gehört. Ich war allerdings wirklich am Überlegen, ob ich gerade über Ocarina of Time meine Bachelorarbeit schreibe. Siehst du? Das ist eine gute Idee, wirklich. Das wird der Prüfer nicht verstehen, aber er wird es gut finden. Ich sag dir, davon kann man nicht unbedingt ausgehen. Ne? Ich würde fast schon sagen, selbst der Prüfer kennt Ocarina. Stimmt, der kennt's, genau. Aber ob er dann ein Videospiel, ich weiß ja auch nicht. Aber das hat er gut gemacht, ne? Hat er gut erklärt. Wir sehen, dass du was versuchst. Interessant. Noch sieht's gut aus. Aber wir lassen nicht mal machen. Damit habe ich gerade den Speicher so aufgesetzt, wie ich ihn brauche. Jetzt habe ich einen Glitch aktiviert, dass die First-Person-Kamera sozusagen immer gecued ist und dadurch ist die Kamera gelockt. Das wird man gleich sehen. Und ab hier kann übrigens immer alles schief gehen. Das ist doch gut für mich. Bis zum Ende des Runs. Das ist aber nicht die feste Kameraperspektive bis zum Ende, sondern nur für jetzt den Moment, oder? Genau. So, kurz rein, wieder raus. Jetzt muss ich einen anderen Glitch aktivieren, obendrauf. Der nennt sich Walking While Talking. Damit ich jetzt den Winkel auf dem Schild halte. Und jetzt wird schon was fast pixelgenau präzise. Ich freue mich. Bin gespannt. Ich sehe es nicht. Es könnte noch. Okay. Jetzt brauche ich ganz kurz Ruhe. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12. Ich sehe den Link nämlich nicht mehr, also brauche ich einen anderen Cue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und stopp. Ich musste nämlich, ohne Link zu sehen, hier hinter navigieren, damit ich damit der Stein nicht mehr geladen ist, den ich gerade über mir halte und ich die Speicherreferenz jetzt über mir halte. Jetzt brauche ich einen winkelgenauen Kamerawinkel, also einen Unit Perfect sozusagen Kamerawinkel, um den ganzen Trick nochmal ordentlich aufzusetzen. Das sieht gut aus. Und jetzt brauche ich eine pixelgenaue Rotation. Oder ich verbox einfach. Abgefahren. Der Link dreht sich auf der Stelle, wenn man ganz wenig den Stick nur dreht. Aber genau. Wenn man zu viel macht, justiert die Kamera auch leider nach. So, das sieht gut aus. Ah, nee, da hat sie nochmal nachgepennt. Ich will sicher gehen, dass ich hier gerade nichts falsch mache. Klar. Eins, zwei, das sieht gut aus, ablegen und jetzt auf die Herzen achten, sofern ich nicht crashe. Doch, ich bin gecrashed. So sieht das also aus, okay. Also hast du gesagt, das Risiko ist ja da, gerade, dass da ein Crash dann passiert. Danach ist es überall. So. Jetzt würdest du nochmal neu anfangen oder kannst du... Ich habe im Kokiri-Shop gespeichert. Okay. Also geht. Und das würde jetzt in einem Run, zählt das dann noch dazu oder müsstest du neu anfangen? Was sind da die Regeln? Da gibt es keine Regeln. Wenn du von dort aus weitermachen möchtest mit dem momentanen Timer, kannst du das gerne machen. Okay. Du verlierst 5 Minuten? Ja. Ja. Also PB-Attempt ist jetzt PB wird es sich nicht lohnen, aber man muss ja auch den Rest des Spieles mal wieder trainiert haben. Ja. Ne? Richtig. Das ist mir echt schon lange nicht mehr passiert, dass ich hier gecrashed bin. Naja, aber ich fand's toll. Man sieht wenigstens, dass da auch Gefahren bestehen. Ja, du arbeitest natürlich wirklich am Limit der Programmierung hier. Ne? Du machst Sachen, die das Spiel eigentlich nicht so zulassen wollen würde. Und wenn es da mal sagt, es reicht jetzt erstmal, ne? Das Spiel versucht sogar aktiv es zu verhindern, dass du diese Dinge machst. Also es ist echt ein Tauziehen. Speedrandale, wir zerstören eure Lieblingsgames. Da läuft's hinaus, ja. Es ist wichtig, dass ich da auf dem kleinen Stück Erde lande. Damit wird der Rubin-Trigger gestartet. Ohne den geht der Trick nicht. Okay, dann nochmal. Let's go. Hier brauche ich einen bestimmten Winkel. Denn ansonsten laden die Rubine nicht in der richtigen Reihenfolge rein. Oh, das gefällt mir nicht. Das sieht gut aus. Navi, dich braucht keiner. Und wieder raus. Strange. Also ist jetzt mit den Kameras. Du wirst da nochmal auf das Schild gleich fokussieren, damit die Kamera auch da hängen bleibt. Und dann navigierst du im Blinden wieder rüber zu den beiden Deko-Pflanzen da. Richtig. Das macht mich fertig. Kurz rein und wieder raus, ey. Just a tip. Ja. Ja, die Kamera bleibt dann schön kurz an der Ecke hängen, sozusagen. Oder bleibt auf der Stelle. Und das kann man da schön ausnutzen. Jetzt der magische Stein. Das sieht doch schon fast. Ich sehe es nicht. Das ist zu weit. Das könnte funktionieren. Nope. Nein! Das war ungefähr so 1-2 Pixel zu weit. Absolut. Dadurch dreht sich dann die Kamera anders und das geht nicht mehr. Wir sind jetzt bei zwei Crashes. Wie viele werden es noch bis zum Ende des Runs? Crash Percent. Ich hoffe nicht mehr. Das ist echt traurig. Na, so traurig gar nicht. Ich finde das sehr unterhaltsam auf jeden Fall und sehr belehrend. Ja, man fiebert wirklich mit. Man versteht jetzt, glaube ich, auch beim zweiten, dritten Mal genau, was du da machst. Das mit der Kamera zum Beispiel habe ich jetzt richtig gerafft, dass du die so einklemmst und eine bestimmte Art formst. Genau. Mhm. Du machst es erzieherisch für uns sozusagen, ne? Dann können wir es nämlich auch dann nachher vernünftig zusammenfassen für den Aufsatz. Ja. Kann ich auch einen Bachelor machen dann. Mir ist auch der Kamerawinkel wichtig. Also, dass ich immer weggucke, wenn ich die Babas, also die Pflanzen, unloade und zum bestimmten Zeitpunkt wieder hingucke. Ansonsten lädt wieder alles in einer anderen Reihenfolge. Hm. Und dann funktioniert mal wieder gar nichts. Na komm. Hier muss ich 3 Tasten gleichzeitig, also im selben Frame drücken und hoffen, dass ich Schaden bekomme. Was gerade nicht so funktioniert. Na komm. Dadurch gehe ich nämlich ins Ziel ab. Und dadurch, dass ich das Schild halte und Schaden bekomme, werde ich zurückgestoßen und C-Up, also First Person, wird unterbrochen. Hm. Dadurch kommt der Glitch zustande. Der Rein-Raus-Trick. Ja. So wurde der Macarena erfunden. Mhm. Okay, ich hoffe, ich habe aus meinem Fehler gelernt. Let's see. Das könnte zu weit sein. Nee, okay, sehr gut. Ja. So, jetzt Mund halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt warte ich kurz. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Stopp. Yay. Das sieht, oh Mann. Gut aus. So, der Winkel. Ja. Das sah schon fast gut aus. Ja, das sieht gut aus. Die Kamera kurz an die Wand gehen lassen. Runter, hoch. Das ist zu weit. Dieser Winkel müsste diesmal stimmen. Jetzt ist die Position noch wichtig, auf der ich hier lande. Denn ich darf einen gewissen Stein nur ein Frame lang laden. Es waren zwei Frames. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde es super. Es tut mir leid für dich, aber ich finde es super. Wo man einfach sieht, freut mich. Was für ein Drahtseilakt das hier ist. Ja. Man sieht das Seil ja nicht. Du tänzelst da drauf und jetzt sieht man, ah, okay, es ist wirklich knifflig. So, ah, es tut mir leid für dich. Strike 3. Alles gut. Ja. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung. So, ich euch nicht langweile. Nee, also es ist mega interessant, finde ich, auf einmal wirklich mal wirklich vernünftig dahinter zu gucken. Und ich weiß natürlich, aufgeregt sein und alles, macht dir keinen extra Stress, denn genau das ist die Sachen, die wir hier eben auch nochmal sehen wollen. Den Run selber spielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du das jetzt auf Dauer, sagen wir, für Wochen oder Monate machst, auch um Spaß dabei zu haben, weil ich glaube, das ist auch ein, das ist sehr kräftezehrend wahrscheinlich, ne? Ja, also ich kann eigentlich keine Runs für länger als 2 Stunden machen, ohne dass ich danach Kopfschmerzen habe. Weil das hier ist eigentlich wirklich, es ist der Anfang. Danach wird es einfach nur noch komplizierter. Da freuen wir uns drauf. Also hier war der Fehler, glaube ich, dass ich diesmal ein Stück weit zu links war. Und dadurch habe ich den Stein mit dem C-Up mehr als einen Frame geladen, wodurch das Spiel zweimal versucht hat, die Pfeile reinzuladen. Nur nach dem ersten Frame wird ja der Pfeilname geändert auf Link. Und dann versucht Link als Hexadezimal in MIPS-Prozessoren, nicht als Hexadezimal, in den Assembly Instructions auszuführen. Was natürlich absoluter Müll ist und nicht funktioniert und dementsprechend crasht das Spiel. Ja, genau das hatte ich auch vermutet. I guess. Ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Ja. Und zeigst du deine Hand, genau dieser Text steht drauf geschrieben. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich es gut ablesen könnte. Das ja. Das wäre unser Problem, ist nicht das Wissen alleine, wir können es nicht mal sauber ablesen. Lesen? Ich muss auch dazu sagen, diesen Part hier zu lernen alleine hat mich bald 3 Tage gebraucht, glaube ich. Liest du sowas dann nach oder brauchst du dafür ein Video oder redest du wirklich mit jemandem, der es gemacht hat und dir erklärt, wie Ich meine, gerade wenn es um so kleine Pixel, so Pixel-Hunting geht, da weiß man ja oft gar nicht, woran liegt's denn jetzt, dass es nicht klappt. Alles zusammen. Ansonsten also, kannst du, glaube ich, schon ziemlich vergessen, dass du das lernst. Weil, also was wir dafür benutzen, wir haben noch eine spezielle ROM, wo wir die Speicheradressen auslesen können, um zum Beispiel Links Rotation auszulesen. Ah, das hilft. Das hilft immens. Ah. Ja. Man ist so happy. Zwölf und nach rechts halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hört sich richtig an. Und stopp. Okay, bitte funktioniert diesmal. Sonst wird es so langsam echt peinlich, dass ich seit über 10 Minuten hier dran sitze. Am Ende wird der Run langsamer als der letzte. Der Winkel sieht gut aus. Ach, dieses Drehen. Das ist auch echt nicht einfach. Makes no sense to me. Oh, ich vertraue dem nicht. Der Pfeil sah komisch aus. Egal, ich probier's. Ein Stück nach rechts diesmal. Oh nein. Danke. Ja? Jesus Christ. Da kommen die Herzen. Okay. Du hast jetzt das Mehr an Herzen, weil das im anderen Safe ist, der für den Titelscreen benutzt wird, oder wie? Genau. Und damit auch alles an Items, die es hier gibt. Das ist wirklich super, dass die einfach für den Titlescreen sich so ein Endsafe genommen haben. Geil. Schön posen. Ja, nicht schlecht. Richtig. Jetzt kriegst du eine Flasche da. Nee, das Problem ist... Magie. Und die Safe hat schon alle Medaillons, die muss jetzt loswerden. Also musst denn die Dungeons ja auch gar nicht mehr rein? Oder musst du, um die zu triggern, doch noch rein? Die Bosse musst du ja noch machen, ne? Achso, die Bosse, ja. Richtig. Bosse. Genau, also, aber damit ich die überhaupt machen kann, muss ich jetzt nochmal den Speicher verändern. Natürlich. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal Bomben. Denn im Moment habe ich ja, wie man gerade gesehen hat, alle Medaillons. Ah, sehr schön. Okay. Ich speichere, um sicher zu gehen. Und damit die Bosse überhaupt kommen, muss ich jetzt die Medaillons loswerden. Oder zumindest einige davon. Achso, wenn die im Menü drin sind, sozusagen, würden die Bosse dann gar nicht getriggert werden, weil die müssen ja gar nicht kommen, wenn du die Medaillen schon hast, ne? Hm. Richtig. Und jetzt wirst du aber vorher brauche ich eine Flasche auf meinem Weber. Jetzt wirst du das überschreiben im Menü, dass die erstmal wieder weg sind. Genau. Man holt sie wieder weg. Aufgepasst. Ja. Geschäftszweig. Schlecht nacherklärte Speedruns von Leuten, die einem kurz mal zugeschaut haben. Wo ist auch eine Geschäftsidee, jetzt wo wir über Hörbücher gesprochen haben. Dilettantisch vorgelesene Hörbücher. Ja, wo Leute sich verhaspeln mittendrin, was Falsches vorlesen, wieder in der Zeile springen. Ach nee, das war ja der, er sagte... Erste Take. Ja. Ach, da habe ich jetzt eine Seite... Ich fange nur mal vorne an. Irgendwie so, ja? Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Unsatisfying eine Flasche Audiobooks. Auf dem B-Button. Allerdings brauche ich Käfer auf meinem B-Button. Also Fisch weg. Käfer her. Käfer einsammeln, aber ich brauche auch den Fisch. What? Allerdings auf dem C-Button. Mama, Thiefbug macht wieder komische Sachen. Ja, wirklich. Darf der das? So, für später, um sicher zu gehen, hole ich mir jetzt noch eine Fee. Gluck, gluck. Oh Mann, 24 Minuten. Der Run müsste eigentlich schon halb vorbei sein. Na, eigentlich... Ich will ja kein Arschloch sein, aber eigentlich fand ich das ganz cool, dass es ein bisschen schief gelaufen ist. Ich auch. Tut mir leid. Damit wir ein bisschen, was zu sehen haben. Alles Natürlich scheiße für dich, aber irgendwie lustig für uns. Aber du bist Streamer, du bist das gewohnt. Jetzt gibt's auch keine Backups mehr. Du musst ja auch sagen, also mittlerweile da so viele enorme, unglaublich aussehende Runs es gibt. Manche Leute gewöhnen sich auch dran und sagen, es ist ja ganz normal, dass sie solche quasi fast unmenschlichen Sachen alle machen können. Es zeigt, dass es trotzdem ein enormster Aufwand ist, der dahinter steckt. Oh ja. Ah, okay. Der Fisch hier ändert einen Speicherwert. Warum? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Das mit dem Bumerang ist wichtig. Eben? Das war nur, um noch was auf den Speicher zu packen, während ich in eine andere Area gehe. Da man maximal nur 3 Bomben draußen haben kann. Und ich hatte schon 3 Schuss draußen. Das heißt, ich musste noch was anderes benutzen, um den Speicher voll zu packen. Okay, wieder Unit Perfect. In Musik. Okay. Wenn ich hier die falsche Animation habe oder den falschen Frame crasht das Spiel. Sieht gut aus. So, jetzt kann ich nämlich zeigen, was passiert. Oh, ich dachte schon. Also zum einen Herzteile, ja. Und je nach Rotation, die ich habe, was anderes. Habe ich was anderes im Inventar. Das ist ein Quatsch, ey. Das sieht gut aus. Und wieder raus. Das ist so der Let's Player-Albtraum. Je nachdem, wo die Kamera eingestellt ist, sind deine Items komplett anders. Ja. Als nächstes, damit ich ja einen Boss Rush machen kann, brauche ich das Spiegelschild. Aber erwachsen werden dauert ein bisschen lang, also werde ich anders erwachsen. Indem du Fische isst. Ich verstehe. Genau. Okay. Fisch raus, Fisch einfangen, 2 Räume. Ich bin mal gespannt, wie das gleich passiert. Ihr werdet sehen. Ihr werdet den erwachsenen Link erkennen. Jetzt brauche ich einen anderen Winkel. Es geht so eine Baustelle hier. So, macht der da, macht er was, hier macht er was. Es ist wirklich, es dreht sich scheinbar alles um Winkel, oder? Bei deinem Speedrun. Ja. Ich hasse Geometrie. Das ist echt krass. Jetzt bin ich erwachsener Link. Ach, ja. Was ist das denn passiert? Eben gerade, oder? Man merkt an den Füßen. Die Körpergröße ist da auf jeden Fall. Das Aussehen noch nicht, aber die... So muss es meiner Oma gegangen sein. Also für das Spiel giltst du jetzt als erwachsener Link. Das Modell weiß es nur noch nicht. Genau. Ja, da sieht man es im Menü. Ja. Du bist aber als erwachsener Link jetzt in der Kinderwelt sozusagen. Richtig. So. Jetzt tue ich kurz die Käfer auskippen aus einer Maske. Natürlich. Ach so, ich habe auch keine Hände mehr. Ja, Erwachsene haben bekanntermaßen keine Hände. So war das im Krieg damals. Ja. Adult Link. Ja, ja. Welche Timeline ist das, ne? Wo im großen Ganon-Krieger seine Hände verloren hat. Mit Trunks gegen die Cyborgs gekämpft. Guck dir mal, wie er mit den Bomben umgeht. Also, da wundert mich das nicht, offen gesagt. Ja, gut. Da kommt die Kriegserfahrung. Ja. Man nannte ihn Stumpfi. Man nimmt so hin. Ja, okay. Das Witzige ist, hier immer noch nicht fertig. Wahrscheinlich lange noch nicht, ja. Ach so, und die Arme sind leicht nach hinten ge... wow. Ja, das wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Kriegsversehrter. Töte mich. Meine Güte. Liberate tute me. So, jetzt brauche ich einen bestimmten Frame. Da ist er. Als würde das nicht reichen, muss ich jetzt den Winkel korrigieren. Wieder korrigieren. Das sollte passen. Jetzt kann ich nämlich das Spiegelschild anziehen. Und das bringt mich zu Spirit Temple. Na klar. Natürlich. Aber ich bin noch nicht fertig mit dem Setup. Hey, Link hat wieder Hände. Ja. Schämen sollte er sich. Gesundheit. Vielen Dank. Also bist im Tempel, aber irgendwo im Tempel genau jetzt? Ist ja alles nur... Raum 8, der nicht existiert. Der nicht existiert, ja, stimmt eigentlich. Hast du es nicht erkannt? Ja. Und wieder zurück. Okay. Das sind die richtigen Lost Woods. Du landest mal im Tempel, dann wieder zurück. Dieses verdrehte Aussehen von Link. Ich kann mich erinnern, ganz früher mal mit Action Replay Codes bei Resident Evil mal so ein bisschen herumgespielt zu haben. Es gab so einen Button, den man drücken konnte mit einem bestimmten Code, wo dann Leon sich bei Resident Evil 2 dann komplett so verdreht hat, immer in der Luft. Nice. Mal gucken, wie ich das nochmal finden kann. Das war nice damals. War ganz schön, was für ein Schwachsinn man da anstellen konnte. Das war Hacking. Ja. Hacking in den 90ern. Thiefbug zeigt, er braucht kein Action Replay, um was dann anzustellen. Interessant, ja, dass es auch ohne geht. Ah, das war zu früh. Ohne die Bombe zu sehen, ist das ein bisschen schwierig. Es sind zwei Frame-Fenster. Verzeihung. Ich frage mich, ob es Speedruns gibt, die auch mit Action Replay gemacht werden. Bestimmte Action Replay-Kategorie. Sowas wie Chaos Percent oder so. Gibt's, glaube ich, in GTA. Aha. Okay. Chaos Percent? Wo du alle Cheats anschaltest wahrscheinlich und dann guckst du, wie weit du kommst. Mhm. Ja, das gibt's auch. So, die Flasche auf dem B-Button bringt mir leider noch nicht sonderlich viel. Das muss ich noch ändern. Weshalb ich jetzt die Area hier lade. Ein paar Dekonüsse werf. Und mich wegwarp. Ah! Und jetzt kommt erst der riskante Teil. Jetzt kommt der riskante Teil, okay. Ach, jetzt erst. Das war der noch nicht, Sia. Weiß man doch, das sieht man doch. So, am Hylia-See habe ich nämlich... Ferroris Wind habe ich jetzt auf meinem B-Button. Okay. So, so, so. Jetzt wird der Punkt, wo ich mich hinwarpe, bestimmt vom Winkel, den ich habe. Right. Und zwar immer. Oh, 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 oh. Und zuallererst kümmere ich mich um Twin Rover. Nice. Also ich finde ja so Pixel-Perfect-Sachen bei 2D-Games schon schwer. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das bei 3D-Games sein soll. Ja, bei dem wahrscheinlich noch ein Tick härter. Spiel wie Ocarina, wo du eben keine freie Kameradrehung hast, plus das automatische Nachjustieren immer die ganze Zeit. Du wirst dich jetzt also immerhin durch die bestimmten Winkel in alle Bossräume warpen, um die Bosse zu erledigen, ja? Richtig. Nice. Und dann direkt zum Ende warpen, nehme ich an. Genau. Aber du machst gar keinen richtigen Tempel, so wie man ihn kennt. Hauptsache die Bosse. Es passt ja dann Boss Rush tatsächlich, weil jetzt das war das ganze Setup, um die Bosse alle jetzt wegzuhauen. Genau. Wie viel kann jetzt noch schief gehen? Alles. Ah, gut, sehr gut, sehr gut. Das wollten wir hören. Also, bei einem falschen Input ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel crasht, bei 75%. Okay. Dann gib mal die richtigen Inputs. Siehst du? Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich helfe gern. Mach da einfach keine Fehler. Genau wegen diesem Fight habe ich davor das Spiegelschild equipped. Hm. Also deshalb hast du Kann man halt auf Young Link nicht sehen. Also deshalb der Spiegelschild, ne? Damit du den Kampf jetzt direkt machen kannst. Genau. Der war ja auch mit dem jungen Link im Original, ja stimmt. Du bist ja später zur Wüste gekommen. Und alle Kämpfe werde ich als Youngling machen. Ui. Da. Da ist sie. Jetzt sieht man auch gleich kurz das Spiegelschild, weil sich das ja auflädt. Im ersten Cycle hat Twin Rover immer dasselbe Angriffspattern. Zum Glück. Aber um zum Thema Subpixel, also Pixelgenauigkeit und so weiter zu kommen. Mhm. Also es gibt 16.000 verschiedene Rotationswerte, glaube ich. 16.000? Ja. Ach nur? Ja, also geht ja noch. Und davon muss ich genau auf 1 runter. Wenn ich 1 daneben bin, crasht das Spiel. Warum fußt du dir das an? Das habe ich mich die letzten Tage auch gefragt, ja. Ich werde auch danach nie wieder sowas Kompliziertes anfassen. Was man nicht alles für diese Show hier macht. Das ist. Man will auch was für die Jugend tun, damit die versucht sowas nicht. Ja. 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 Das, lass die Profis das machen. Einmal Speicherwerte überschrieben, hängst dein ganzes Leben lang dran. Okay. Ich habe ein theoretisches Backup für jede Situation. Aber das Backup dauert 10 Minuten. So, jetzt nächster Boss oder erstmal Menü machen? Erstmal den Wrong Warp für den Boss machen. Mhm. Und der ist leider frame perfect. Hat's geklappt? Wollen wir gleich sehen, ja. Ne? Das weißt du schon. Er weiß es schon. Ach. Wir sind mit dir erleichtert. Auch wieder kurz Energie oder Magie. Und wieder den Hammer. Na komm. Hallo, Phantom Cannon. Gut. Ah. Zurück zum Waldtempel, jetzt als Kind. Ja. Ja. Zum Glück hat man bei keinem der Bosse einen Nachteil als Kind, außer bei einem. Bei Morpha. Denn da brauche ich ja eigentlich den Fanghaken für. Der crasht nur leider als Child Link. Ah, okay. Also muss ich den Fight dann anders machen. Und das ist echt lästig. Und interessant zu sehen, dass sie trotzdem die Animationsphasen passen ja für den jungen Link auch hier mit Gesichtsausdruck oder sowas. Der bleibt einfach nicht nur starr da stehen. Hier kann man auch schön die Slingshot benutzen. Auch keinen Bogen. Also lernt man dann auch Sachen anscheinend sowohl für das Spiel Slingshot und Bogen wohl gleich von der Art und vom Schaden her. Ja. Eins auf dem Deckel mit dem Deku-Stab. Oh, jetzt den Infinite Sword Bridge aktiviert. Ah, sehr gut. Ja, ich brauche eine andere Animation. Brauchst also nicht zurückschleudern damit, ne? Genau, das Schwert oder der Deku-Stick ist jetzt immer aktiv. Dadurch brauche ich einfach gar nichts machen. Es hat immer eine aktive Hitbox. Ja. Nice. Ein Hit noch. So. Cool. Sorry, dass ich nicht so viel rede. Das ist vollkommen in Ordnung. Kurze Frage, Boss Rush bedeutet aber jetzt die Erwachsenen-Bosse, ne? Also, oder machst du auch die, die alle. Der Kind Link dann macht von den ersten 3 Dungeons? Auch die? Alle. Ja. Abgesehen von Ganon. Abgesehen von Ganon, okay. Aber auch Goma, Baronade, Dingdodongo, die werden auch gemacht. Wie viel sind das insgesamt? Sind das 9? Die Dungeons? Oh. Das Ganon? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Plus Ganon 11 oder? Goma, Dodongo, der Typ im Wal. Oder im Wal gab es auch einen, ne? Ne, da war dieses große Ding, was sich da dreht. Das ist schon lange her. War nicht auch ein Boss? Na, wir werden sie. Na komm. 4, 6. Ja, wenn du Ganon dazu nimmst, Schweineganon, würden das 10 sein. Ja, bei Ganondorf hast du ja auch noch einmal. Aber gut, das sehen wir gleich. Wo sind wir jetzt? Zimmer. Yabu! Lord Yabu Yabu! Das Lustige bei dem Kampf ist, Baronade nimmt vom Hammer keinen Schaden. Warum auch immer. Es gibt Bosse, die nehmen vom Megaton-Hammer keinen Schaden. Deswegen muss ich Deku-Sticks benutzen. Das Ding meinte ich. Mhm. Das brauche ich und das brauche ich. Jetzt habe ich mit dem Deku-Stick einen Jump-Slash gemacht. Was bedeutet, das hat den Crouch-Step überschrieben. Jetzt kann ich mit dem Hammer Schaden machen, weil der Hammer macht jetzt denselben Schaden wie ein Deku-Stick. Ich würde jetzt die Invincibility-Frames ausnutzen. Und damit war das auch schon der Kampf. Ja, die Stunde schaffe ich nicht. Ah, das ist traurig. Du kannst ja, irgendwie bestimmt dein Schwert in einen Granatenwerfer verwandeln. Ja, ich denke auch. Die Stunde easy. Oder? Geht sicher. Ich traue dir mittlerweile alles zu. Ja. Ja, bis auf den Anfang läuft es doch jetzt richtig blendend auch. Nicht so weit. Das wäre gerade richtig schief gegangen. Darfst du nicht rein? Da darf ich rein, aber ich muss vorher Forest Wind hier drinne setzen. Okay. Denn durch die Art, wie ich mich hier reingewarpt habe, habe ich jetzt meinen Entry auf Bossraum Nummer 1 geladen. Wer sich ein bisschen mit Programmierung auskennt, weiß, dass Indexnummern eigentlich immer mit 0 starten. Und es gibt keinen Bossraum Nummer 1. Das bedeutet, damit habe ich jetzt die Eingangsposition geändert, um zu den anderen Tempeln zu kommen. Das ist merkwürdig zu erklären. Der ganze Run ist merkwürdig. Und hat mich auch nur ewig gebraucht, ihn zu lernen. Und sehr viele Nerven. Bin mir auch nicht sicher, ob du nicht einfach eine Mod vom Spiel hast und das alles hier nur fakest. Das ist die Video. Das können wir nicht beweisen. Ja, du könntest ja auch ein Video senden und wir sehen ja den Controller. Ne? Ja, der steht nur so da. Oh, das hat leider nicht geklappt. Betrug bei Speedrundale steht morgen in der Mopo. Wie diese eine, was war das? War das so ein argentinischer YouTuber, der so einfach Videos vom Speedrun genommen hat? Brasilianischer war das, glaube ich. Brasilianischer, der Pizza gegessen hat und Cola und dabei Frame Perfect Weltrekord macht mit Mario 1. Mit Taskbot-Strats. Ja. Nice. So einer bist du, Ricky, ja? Ihr habt es leider rausgefunden. Wo ist deine Pizza, die du nebenbei isst? Aber auch, ich hab vermessen, ey. Macht einen der schwierigsten Speedruns überhaupt. Dann das merkt keiner. Ich muss zugeben, ich war erst am Überlegen, ob ich meine Practice Run benutze, weil da kann ich Save States benutzen. Mhm. Save States haben nur das Problem, die helfen nicht bei Crashes, weil dann werden die Save States gecleared. Ja. Mhm. Und ich möchte, wenn ich einen Run mache, dann mache ich ihn richtig. Ja. Ja. Wir wollen alle Emotionen, positiv wie auch negativ, mitbekommen. Wechselbad ist das Stichwort. Reicht ja, wenn wir wissen, dass dieser Run in der Theorie unter einer Stunde geht. In der Praxis unmöglich. Fallen lassen. Einen Fisch in die Luft jagen und wieder einfangen. Ach ja, eine Frage noch. Wie viele Leute runnen denn diese Kategorie überhaupt? Bestimmt nicht so viele, oder? Nee. Nee? Nicht wirklich viele. Also eigentlich fast niemand. Wie ist das, sag ich mal, kulturell unter den Speedrunnern? Wirst du da, wenn du sowas runst, kriegst du da mehr Respekt? Jetzt mal so ganz blöd gesagt. Sagen dann Leute, oh, das würde ich mich aber nicht trauen. Oh, hast du gehört, der Thiefbug, der rannt hier. Der macht das wieder. Der macht das wieder. Also ist das so, gibt's da noch so Klassen innerhalb der Speedrun-Community? Ja, jein, ja, eigentlich. Klassen würde ich es nicht nennen. Nein, also halt Schwierigkeitsstufen, nenn's wie du willst, ne? Also. Es gibt einen Großteil der Leute, glaube ich, würden sich nicht zutrauen, das hier auf einem Marathon oder so zu zeigen. Abgesehen jetzt von zum Beispiel CFG. Aber der ist eh eine Nummer für sich. Ansonsten glaube ich, würden nicht viele sagen, sie machen einfach mal einen All Dungeons Run hier bei Speedrundale oder bei GDQ oder so, weil es gibt keine Safe Strats, es gibt keine Backups wirklich. Ja, ja, GDQ wäre nochmal sowieso, glaube ich, ein komplett anderer Schnack, weil da hast du eine riesige, mega hungrige, aber auch mega picky Audience mittlerweile. Oh ja. Die, also, da würde ich gar nicht mal an den Twitch-Chat denken wollen bei sowas, ne, bei Kleinigkeiten. Aber ich meine jetzt, deswegen meine ich, wenn jetzt jemand wie du da hingeht, ne, du hast ja auch eine gewisse Reputation, man kennt dich ja und so, also da ist ja niemand, der sagt, oh, der kann ja aber gar nichts, sondern ich glaube, die Reaktion wäre wirklich eher so wie bei uns, sodass man so schon überrascht ist, wenn was nicht klappt, aber auch Respekt zollt, wenn es dann klappt, weil man eben die Schwierigkeit einschätzen kann. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das was ist, wo sich nur wenige ranwagen, was du ja bestätigt hast. Aber ich wollte halt wissen, ob andere quasi auf sowas herabgucken und sagen, ja, alles, was ihr macht, sind irgendwelche Hexwerte verändern. Oder, weil es ist ja irgendwie was anderes, ne, Speedrun-technisch, finde ich, als das, was man sonst so sieht. Ja. Also es wird gewertschätzt, das wollte ich definitiv. Also ich tue mich auch schwer hier wirklich, wenn ich da jetzt versuchen würde, einen Weltrekord zu holen, da würde ich ehrlich gesagt keinen Spaß dran haben. Ich muss zugeben, ich habe das hier in erster Linie gelernt, damit ich mal wieder zeigen kann, was so momentan mit dem Spiel möglich ist. Ja. Und danach werde ich es mit der Kategorie auch wieder sein lassen. Bist du das nächste crazy Ding gefunden hast? Genau. Ja, das war wieder ein Endgegner. Das war jetzt eine Alternativstrategie ohne den Hookshot, ne? Genau. Ich muss immer den Tentakel sozusagen rausbaiten und Morpha dann zwingen, sich außerhalb des Tentakels zu bewegen. Denn wenn Morpha im Tentakel ist, ist Morpha invincible. Also muss ich den Boss rausbaiten und dann wieder zurückbringen. Aber Morpha wird dann außen rumfloppen sozusagen. Und dementsprechend verwundbar sein, was das Ganze ein bisschen leichter macht. Aber auch für den Kampf, ich glaube, ich habe das erste Mal, als ich versucht habe, die Kategorie zu lernen, nur eine halbe Stunde oder so für den Kampf gebraucht. Er kann auch C sein, glaube ich, wenn man es nicht gewohnt ist. Also nochmal den Zauber gemacht, kurz die Hitpoints gefüllt und jetzt wieder den richtigen Frame treffen, ne, damit du zum nächsten Boss kannst. Erstmal die richtigen Items. Und den richtigen Winkel. Der ist hier zum Glück sehr einfach. dreimal mit dem Hammer schwingen und dann habe ich ihn. Okay. Auf zu Goma! Hälfte aller Bosse weg und jetzt gehen wir zum ersten. Ja. Da sind wir ja. Könntest du jetzt in jeden anderen Raum eines Dungeons auch rein mit dem richtigen Winkel oder sind das eher die Bossräume? Also jeder Raum. Nein, ich kann in jeden Raum rein. Ich kann mit dem Winkel bestimmen, welcher Raum geladen wird, wo ich spawne, wie ich spawne. Und mit was für Waffen du spawnst. Wow. Ich kann alles. Also ich kann überall hin. Das sind ja nur 16.000 Möglichkeiten. Das kann man ja mal ausprobieren. Bei sowas denken, also wer mal das Spiel Suikoden II gespielt hat. Man hat da eine Magierin, die einen zu Orten hinwarpt mit dem magischen Spiegel, wo man bisher gewesen ist. Aber ab und zu man muss die niesen, wenn sie dich warpt. Und es kann eine gewisse Prozentchance geben. Oh, schon fertig? Okay. Wo sie dich in einen Geheimraum warpt. Dann, weil sie dann aus Versehen genießt hat währenddessen. Das ist auch gut. Ja, Goma ist, dauert nicht lange. Meine Taktik sah anders aus. Mhm. Das hier ist ein nicht riskanter Warp. Selbst wenn ich hier den Frame nicht treffe, crasht das Spiel zum Glück nicht und ich kann Backup machen. Aber ich habe ihn. So, die Hände im Schattentempel, sag ich mal jetzt. Hä? Als nächster Boss meine ich hier, der Dung-Dung-Dung-Dung. Ah, nee. Nee, falsch. Nee, Gregor. Falsch geraten. So viel war nicht mehr über. 50% Chance. Verdammt nochmal. So, jetzt brauche ich kurz meine Notizen. Ich trau dem nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, das sieht gut aus. 1, 2, 3. Nein, 3. Winkelkorrektur und Warp. Okay. Hallo, King Dodongo. Ah, Dodongo, der ist er. Das ist halt schön, so ein Run mal vorzuzeigen oder auch zum ersten Mal zu sehen, ist einfach nur noch ein... Der ganze Run ist ein einziger What-the-fuck-Moment. Hoffe ich zumindest. Ja, ja. Auf jeden Fall. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Erstmal einen kleinen Tanz vor Dodongo. Ja, bleibt stehen, sieht sich das an. Direkt 2 Bomben ins Gesicht. Blank. Ah, ich muss nachher Bomben farmen, sehe ich. War noch am Überlegen, ob ich auch so ein kleines Showcase für Arbitrary Code Execution mache. Man kann zum Beispiel A-Wings in dem Spiel spawnen. Mm. Aus Star Fox 64. Ja, ich erinnere mich, dass das irgendwo mal... Das kenne ich noch. Das war zum... Es wurde doch benutzt zum Testen für den Boss vom Feuertempel, ne? Für die Bewegungsanimation. Konntest du auch mit dem Action Replay irgendwann mal reinpacken. Und das war's. Ja, das war's. Action Replay, genau. Aber es zeigt, wie die Nintendo-Entwickler da gearbeitet haben. Ja, wir haben ja so Flugroutinen und alles. Lass uns da einen kleinen Mini-A-Wing reinpacken. Mhm. Hä? So, nur noch 2 Bosse, bis jetzt läuft das erstaunlich gut. Theoretisch. War eine lange Sequenz. Da sind wir. Aber sieht gut aus. Ist eigentlich doch recht mit dem Bongo-Mann hier. Ja, ein bisschen spät. Bisschen spät, ja. Das meine ich, der danach. So ein guter Boss auch ist er gleich mal... Auch einer der schwierigeren Bosse? Hm? Ich meine, so ein guter Boss, dass er gleich recycelt wurde für Windwaker. Ja. Und für Starbox nice und alles Mögliche. Ja. Einfach anders genannt. Also der Kniffliger, wahrscheinlich RNG bei den Händen oder so? Oder wie ist es? Eigentlich knifflig. Ach so, ja, okay, so geht's auch. Viele Runner haben komischerweise mit dem Boss Probleme. Denn die Hände bewegen sich am Anfang hinter dich. Und die versuchen auch, sich immer so zu bewegen, dass sie immer hinter dir sind, für eine gewisse Weile. Wenn man aber am Anfang, bevor man sich bewegen kann, nach unten hält, bewegen sie sich vor dich. Das wissen die meisten nicht. Das sind ewig alte 100% Strategien. Bei der nächsten Playthrough weißt du, was du da tun hast. Unten gedrückt halt. Machen wir als nächstes Simon, ne? Ja, wir machen Blind Ocarina of Time Let's Play, noch nie vorher gesehen. Aber ihr macht Boss Rush. Bei mir ist jedes Let's Play blind. Okay. Das ging so schon wieder sehr schnell. Jetzt nur noch einer? Habe ich richtig gezählt? Ein Gegner noch? Ein Boss noch. Und dann noch der Gen. Gennendorf wahrscheinlich, ja, ne? Gen meinst du ja nicht. Reitgen hatten wir ja schon. Reitgärten-Gen. Das war sein... Offiziell war es sein Schatten, das war ja nicht der richtige, oder? Der reitende Ganon aus dem Waldtempel. Das sieht der Schatten aber sicher anders. Ja. Der Schatten sagt sicher, der andere Typ ist. Das ist der andere, ich bin der richtige Ganon. Will the real Ganondorf please stand up? Entschuldigung, das heißt ja Ganon mittlerweile. Verdammtes Breath of the Wild. Das mache ich nochmal. Um sicher zu gehen. Okay, es fehlt nur noch Volvager. Ich hoffe, ich treffe den Frame, denn hier ist definitiv ein Crash Warp. Okay. Da bin ich die letzten 3 Runs dran gecrashed, by the way. Du musst uns nachher noch mal kurz deine Notes zeigen. Ja. Das könnte ich gern machen. Ja, ist ja lustig. Bewege dich hier 3-mal nach links. Dreh dich da 1-mal oben. Tanz den Hoogie-Boogie. Was ist hier? Besser dann die Hühnerknochen in den Spind schmeißen, dann wird's was mit dem Home Run. Okay. Sieht man jetzt schön, weil Volvager ist unter dem Boden, bevor der Kampf geladen ist. Aber ich warte hier doch noch. War doch gar nicht ready. Dadurch konnte ich nämlich jetzt Schaden zufügen, bevor der Kampf eigentlich startet. Aber natürlich ist Bosskillen nur möglich, wenn er auch tatsächlich aktiv ist. Also im besten Fall brauchst du jetzt einen Schlag oder so? Genau. Ein Schuss. Ein Hit und das war's. Also die AP vom Boss sind schon im Negativen. Und danach nur noch ein Warp. 2. Weine nicht. Und auch da kann ich leider crashen. Denn ich bin schon längst tot. Das ist so poetisch. Barney Gamble, 1995 oder so. Nein, nein. Ah. Da sieht man, wie viel Skills Speedrunner haben, nämlich gar keinen. Nein, Quatsch. Oh nein! Nicht so weit hinten, ey. There you go. Das war knapp. Das ist der Kampf, für den ich mir vorhin eine Fee eingesammelt habe. Ich bin schon so oft hier gestorben und wenn ich sterbe, crasht das Spiel. Überraschung. Ja, stimmt schon. Das ist irgendwie eine Lösung für alles, ne? Ja. Ja, aber das lief ja zum Glück sehr angenehm. Zum Glück. Gerade eine Stunde quasi überschritten. Mhm. Fast am Ende. Hier muss ich den Frame ausnahmsweise nicht treffen. Würde ich ihn treffen, würde das Spiel crashen, überall. Ach komm, das erzählst du doch nur so. Das Spiel halt nochmal eine reindrücken will. Hier musst du nicht den Frame treffen. Haha! Wieder die Lost Woods. Und hier ist jetzt der letzte Punkt, an dem ich crashen kann. Aber vorher brauche ich Bomben. Herzen, natürlich. Magie. Alles, was ich nicht brauche. Geht doch. Aha. Okay, das sollte passen. Zeigen wir nochmal kurz das Inventar, nur um sicher zu gehen. Okay, das Leitmedaillon bekomme ich, wenn ich das Masterschwert ziehe. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Jetzt benötige ich Bombjuice, Bomben und einen Fisch. Gutes Rezept. Ich speichere lieber nochmal. In Bombjuice, Bomben und einen Fisch in eine Bar. Ne? So ging das los. Einsammeln, rückwärts laufen, hier rüber, 2 Bombschuss, wieder zurück. Das hier fallen lassen. Okay. Jetzt wieder den richtigen Winkel suchen. Ja. Das sieht gut aus. Brauche ich wieder einen bestimmten Winkel. Für den brauche ich den Hammer. So, und jetzt kommt... wieder ein Frame Perfect Input, den ich nicht mal buffern kann. Das sollte passen. Also noch kann ich buffern, aber gleich wird mir das Startmenü blockiert. Ah, okay. Time. Hä? Time. Time? Ja. Achso, Time. Ja, vorbei, okay. Zählt das schon als Time? Okay. Ja, war das absichtlich Time? Ich war so fokussiert auf alles Mögliche, dass ich vergessen habe anzusagen, dass es bald ansteht. Okay, alles klar. Ich dachte, vielleicht hast du jetzt aus Versehen zum Abspann geworfen. Ja, nice. Ja, sehr gut. Warte mal. Jetzt war gleich verwirrt. Beeindruckend, aber am Ende... Überraschend. Wir dachten alle noch, es kommt noch ein Boss. Ja. Ja. Ja, nice. Schöner Run. Wow. Oh mein Gott. Ja, sorry, das war jetzt ein sehr überraschendes Ende. Nee, macht ja nichts, kein Problem. Umso besser. Ich gucke auch, dass die Zeit dann richtig auf Time dann zu Ende ist. Wir wollen ja nicht die Sekunden dann unterschlagen. Also das war jetzt dann, du hattest nur noch dann den Warp quasi zu den Credits dann über, ja? Richtig. Und für den Warp muss ich das Spiel erst in einen Cutscene-State versetzen, was ich da gemacht habe, weshalb ich auch keinen Start mehr drücken kann. Ich habe sozusagen noch die Kontrolle des Spiels, während ich intern schon in der Cutscene bin, denn anders kann ich mich nicht in eine Cutscene reinwarpen. Okay. Normalerweise warpt man sich ja nur aus Cutscenes raus, aber ich muss mich diesmal in eine Cutscene reinwarpen, weshalb das Pausemenü nicht mehr geht. Wir müssen dir das einfach so glauben. Ja, wir glauben dir einfach mal. Das ist einfach, also es ist wirklich, ich muss das auch, glaube ich, nochmal in Ruhe schauen, einfach um nochmal die ganzen Einzelheiten dann aufzusaugen. Kannst du uns kurz deine Notizen einmal so zeigen? Natürlich nicht alles klar, genau, aber einfach, wie viel Zettel du da bei dir stehen hast. Sind nur 2 tatsächlich. Aber dicht geschrieben, sehr kompakt. Sekunde, dafür muss ich meine RTX Hintergrund. Ach, wegen der Unschärfe, ne? Ja, oder halt sie vors Gesicht, das dürfte dann ungefähr auch hinhauen. Nee, das tut's auch ausblören. Das habe ich gestern schon probiert. Okay. Aber hier sieht man. Sieht man's? Richtung, ja, ein paar Texte, hier Pfeile. 15 Mal rechts, 3 Mal Backflip, genau. Right Button. Da. Lustig, dass du dir das auch auf Englisch notierst. Ja, das mache ich aus Gewohnheit. Ja, zeigt einfach nur, wie weit ihr mittlerweile schon gekommen seid. Ihr braucht schon gar kein Deutsch mehr. Wow, vielen lieben Dank, Ricky, für diesen wunderbaren Run. Sehr educating Run. Es war vor allem auch, also wir haben nicht mal an die Chance gedacht, dass das Internet mal ausfallen kann. Wir waren so dann eingenommen davon. Hat ja alles geklappt, bis auf den Anfang ein bisschen. Jo. Und vor allem, ich dachte, man weiß mittlerweile alles, was man so sehen kann zu Zelda, vor allen Dingen Ocarina. Wie oft hatten wir das schon, aber das war jetzt nochmal was völlig Neues. Danke. Ja, danke dafür. Hat uns allen viel gebracht, glaube ich. Genau, wir können noch mal kurz erwähnen, das hast du im letzten Mal schon gesagt, ihr habt ja ein neues Projekt jetzt am Anlaufen mit 1, 2, 3, Zack. War das richtig so? 1, 2, 1, Zack. 3, 2, 1, Zack. Genau, stimmt. Du musst ja runtercounten. Ja. Kannst du noch mal für die Leute erklären, was es ist und wo man euch finden kann? Jau! Auf YouTube haben wir, beziehungsweise YouTube, Twitch, haben wir ein neues Projekt gestartet. Einige Leute, die auch hier schon bei Speedrundale waren, wie zum Beispiel Heinke oder Hetweg. Aber auch andere Speedrunner wie Zed, Bofrost und ich haben ein neues Projekt gestartet, bei dem wir Speedruns und Challenges, beziehungsweise Speedrun-Challenges in den Vordergrund rücken. Auch Races, alles Mögliche an Races. Zum Beispiel haben wir die letzten Tage ein Blind gegen No-Damage-Race gemacht. Das war Hetweg gegen mich. Er hat das Spiel Casual, die ersten 3 Dungeons gemacht. Ich habe die ersten 3 Dungeons speedrun wollen, aber muss komplett zum Anfang des Spiels zurück resetten, wenn ich irgendwo Damage nehme. Habe ich grandios verloren. Aber damit machen wir alles Mögliche an Showcases auf YouTube, Races mit Runs, die wir gerade lernen. Deswegen lerne ich zum Beispiel gerade Link's Awakening. Da werden wir demnächst Link's Awakening dafür racen. Nice. Das hat noch keiner von uns gemacht. Und dort werden wir alles Mögliche an Erklärungen hochladen, wie man sich zum Beispiel auf Speedruns vorbereitet, wie der Prozess abläuft für Events, wenn man sich zum Beispiel jetzt für die Dokomi, ESA, GDQ anmeldet, auch mit Vlogs, wie das dann dort vor Ort ist. Alles Mögliche, was eigentlich Speedruns betrifft, und Challenges in der Richtung wollen wir dort anschneiden, weil wir auch der Meinung sind, dass im deutschen Raum noch sehr unterrepräsentiert ist. Ja, also schaut ihr gerne da draußen mal vorbei und dann seht ihr viele ungewöhnliche Sachen, und ich finde es eigentlich super, dass da so viel in Speedruns immer noch mehr wird. Ja, auf jeden Fall ein Follow hinterlassen. 3, 2, 1, Zack. Genau, auf den verschiedenen Kanälen. Thiefbug, wir würden uns auch gerne natürlich wünschen, dass du bei Zeiten auch wieder direkt bei uns sein kannst. Ob es jetzt dann mit noch knallhärteren Runs ist, Zelda, anderen Spielen, bist natürlich immer herzlich eingeladen. Gerne. Und wir sagen nochmal für die Leute, die gerne auch mal hier mit teilnehmen wollen, wir haben eine E-Mail-Adresse natürlich, an die ihr euch dann wenden könnt, um Bewerbungen dann abzugeben, speedrandale@rocketbeans.tv. Da steht es. Oder ihr meldet euch direkt dann bei Sia unter @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove01 mit seinen... 101. 101. 101? 101. Ist es? 101. 101. Ja, stimmt. Ja, habe ich 01 gesagt? Nach 500 Jahren wieder. 101. 101 ist natürlich absolut richtig. Man will ja auch nicht zum Falschen, simiclove dann bei Twitch dann vorbeigehen. Könnt ihr euch auch gerne direkt bei Sia bewerben und dann wie Thiefbug dabei sein. Momentan gilt noch eben, dass wir euch leider nicht direkt im Studio hier dabei haben können. Also muss dann auch die Möglichkeit da sein, dass ihr bei euch daheim quasi streamen könnt über Discord und auch noch das Ingame aufnehmen, damit wir das vernünftig präsentieren können. Ja. Also wenn das gegeben ist, schreibt gerne und dann gucken wir, was wir einrichten können. Und ansonsten sagen wir Danke nochmal. Danke an Thiefbug. No? Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sagen einmal Tschüss für heute. Bis dann. Bye, bye. Jo, ciao.